Sind die FFP2-Masken wiederverwendbar und was muss ich beachten, wenn ich sie an- und abziehe? Das zeigen wir Ihnen heute im Video. Viel Spaß! Mein Name ist Dr. Christian Schulze und aus gegebenem Anlass machen wir heute nochmal ein Video zum Thema, wie ich die FFP2-Masken richtig anwende und wiederverwenden kann. Da gab es ja auch sehr viele Fragen von Ihnen als interessierten Zuschauern bei uns im Kanal, die diese Masken ja auch tragen sollen natürlich auch, um sich selbst und andere zu schützen. Und da wollen wir folgende Punkte als erstes ansprechen. Kann ich die FFP2-Masken wiederverwenden und auf was soll ich dabei achten? Ja, Sie können die FFP2-Masken wiederverwenden. Sie können sie beispielsweise, und das war ja schon unsere Empfehlung letztes Jahr ganz am Anfang der ersten Welle und des ersten Lockdowns, Sie können die nummerieren von 1 bis 7 und dann jeden Tag eine andere Maske benutzen, die Maske quasi eine Woche lang ruhen lassen. Wichtig bei den FFP2-Masken, wenn Sie die über die Tage verteilt nehmen wollen, dass Sie die gut beschriften, dass Sie dann auch entsprechend Ihre 5 Haken haben oder Ihre Wäscheleinen, an denen Sie hängen, an der normalen Raumluft, nicht über der Heizung, nicht über dem Wasserkocher, nicht in der Mikrowelle, sollten Sie gelagert werden. Der Vorteil ist, nicht nur von vorne mögliche Keime vom Patienten, die dort drauf sind, werden nach einer Woche neutralisiert, sondern auch Ihre Keime, die Sie einatmen, sind dann nach einer Woche weg. Und wenn Sie die tatsächlich nochmal aufbereiten wollen, da gibt es mittlerweile von der Uni Münster eine ganz gute Empfehlung, die wir Ihnen auch im Footer verlinkt haben, die Studie. Sie können die Masken temperaturgesteuert bei 80 Grad im Backofen für eine Stunde erhitzen und damit dann auch die entsprechenden Keime, die dort drauf sind, abtöten. Was ist noch wichtig, bevor Sie die in den Backofen reinlegen? Sie sollten natürlich einen Tag schon mal getrocknet sein, also nicht glitschnass dort reinlegen. Und auch noch ganz wichtig, dass Sie da ein Thermometer benutzen, was Ihnen dann auch tatsächlich die Temperatur, die Ware anzeigt, sodass es nicht über 100 Grad erhitzt wird, die FFP2-Maske, weil dann nimmt sie tatsächlich auch Schaden und verliert ihre Funktionalität mit dem Filter, der dort drin ist. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind diese CE-Prüfnummern, die Sie hier drauf finden. Sie sollten darauf achten, dass Sie immer Masken haben, wo diese CE-Prüfnummer drauf ist, weil dann haben Sie eine zertifizierte Maske. Wie setze ich die Maske nun richtig auf? Zunächst sollte ich die Hände entweder waschen oder desinfizieren. Wenn das erfolgt ist, dann nehme ich meine Maske an diesen beiden Bügeln, stülpe sie hier so drüber, mache sie über die Ohren und dichte sie dann hier oben entsprechend überall nach, sodass sie auch wirklich dicht sitzt, dass an dieser Maske die Atmung tatsächlich durch den Filter der Maske funktioniert und nicht an der Maske dran vorbei. Sie haben dann unter Umständen das Problem, so wie bei mir, ich habe einen relativ großen Kopf, da ist es hier hinten etwas am Anspannen hinter den Ohren. Da sollte man dann eventuell als Alternative zu der Maske mit diesen zwei Bügeln beispielsweise diese Maske hier nehmen mit den zwei Bügeln, die komplett hinter dem Kopf entlang kommen. Und auch hier wieder sollte die Anmodulierung so erfolgen, dass das Ganze entsprechend schön dicht ist. Ansonsten gibt es hierfür auch noch die Alternative, dass Sie sich im Supermarkt oder im Internet eine Bügelverlängerung für Ihre Hände kaufen, die dann quasi um den Kopf drum geht, wo Sie den gleichen Effekt haben, wie ich es jetzt hier bei dieser Form der Maske gezeigt habe, dass es quasi hinten am Kopf festhängt. Und sollte diese Maske aber nicht gut an Ihrem Kopf anliegen oder Sie ein Problem damit haben, dass sie dann quasi an den Ritzen, wo sie nicht gut anliegt, nicht richtig passt, dann ist die Alternative tatsächlich auch noch, dass Sie so einen Mund-Nasen-Schutz aus dem OP-Bereich tragen. Der Vorteil hiervon ist, dass Sie dadurch etwas besser durchatmen können als durch die relativ dichten FFP2-Masken und FFP3-Masken. Sie können das hier relativ weit anmodellieren und haben dann aber einen besseren Schutz darüber, dass Sie durch die Maske atmen, anstatt an der Maske vorbei. Aber Sie sehen, auch hier ist es so, meine Brille beschlägt, anders wie bei den anderen Masken. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen. Brillenträger mit FFP2-Masken und beschlagener Brille, da ist die Maske einfach nicht dicht anlegend, weil wenn die Atemluft tatsächlich durch die Maske gehen würde, dann dürfte die Maske auch nicht dafür sorgen, dass die Brille beschlägt. Also das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Maske nicht gut sitzt, oben an der Nase, insbesondere wenn die Brille beschlägt. Wenn Sie jetzt aus dem Supermarkt herausgekommen sind und haben Ihren Einkauf beendet, setzen Sie sich ins Auto, habe ich das mittlerweile so, dass ich so ein Hygienespray im Auto bzw. in meiner Jackentasche habe, einen persönlichen, mir die Hände entsprechend desinfiziere, um alles das, was ich dann angefasst habe im Supermarkt, nicht mehr an meinen Händen zu haben. Dann sollten Sie beim Abziehen Ihrer eigenen Maske natürlich auch darauf achten, dass Sie die nicht hier vorne berühren, sondern nur hier hinten an den Bügeln entsprechend so abnehmen und dann am besten irgendwo im Auto auch wieder hinhängen, sodass an der Fläche vorne das nicht berührt wird.
Sollten Sie verpflichtet sein, an Ihrem Arbeitsplatz eine Maske zu tragen, dann sollte der Arbeitgeber Ihnen diese Maske auch stellen, in adäquater Menge und auch in adäquater Qualität, so wie wir Ihnen das gezeigt haben mit den CE-Zertifizierungen. Darauf würde ich viel Wert legen. Wichtig ist natürlich, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen ausreichende Anzahl an Masken zur Verfügung stellt, wenn Sie eine körperlich härtere Tätigkeit haben. Die Maske wird feucht, sodass der Atemwegswiderstand erhöht ist. Dann müssen Sie die natürlich wechseln. Dann brauchen Sie unter Umständen natürlich auch mehr als eine Maske am Tag. Sie sollten die Masken regelmäßig auch natürlich überprüfen. Wenn die entsprechend komplett durch ist und Sie da nicht mehr gut mit atmen können, ist es Zeit für einen Ersatz der Maske. Dann sollte sie nicht nochmal wiederverwertet werden. Das ist ganz wichtig und die Arbeitgeber sollte Ihnen da auch ausreichend Masken zur Verfügung stellen. Sie selbst können diese Masken natürlich mittlerweile mit einem Stückpreis von unter einem Euro auch käuflich noch relativ leicht erwerben. Das ist nicht mehr so das Problem wie am Anfang dieser Pandemie, wo wir teilweise bis zu 10 Euro für eine FFP3-Maske pro Stück zahlen mussten. Dementsprechend hoffe ich, dass Sie von Ihrem Video, was wir Ihnen gezeigt haben, gut profitieren konnten, dass Sie gesund bleiben. Und wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben oder abonnieren den Kanal. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann hinterlassen Sie die gerne hier unten drunter. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.